Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reise durch Taiwan. Heute machen wir weiter im Gespräch mit Michelle. Sie war gemeinsam mit mir im Süden von Taiwan, zunächst in Kending, darum ging es in der letzten Folge. Und heute geht es um Xiaoliuzhou, eine kleine Insel, die in der Nähe von Kaohsiung liegt. Natürlich wieder mit dem Bus weiter, der coole Bus. Und wir wollten ja jetzt auf unsere Insel fahren, also meine erste Insel in Taiwan. Ich hatte schon eine Vorstellung irgendwie davon, so ein bisschen, so ganz süß. Und ja, auch wieder tolle Strände und ja, vielleicht eher so wirklich so Tropeninsel-Vorstellung, weil ich in Japan schon so eine Vorstellung hatte von den Inseln. Und dachte ich mir so, das müsste Taiwan auch genauso sein. Und es ist ja noch viel südlicher und so. Und war es so? Oder wie war es? Also die Strände waren schon cool. Natürlich durfte man dann auch wieder nicht schwimmen gehen an gewissen Stellen. Also Schnorcheln war wohl überall erlaubt, aber Schwimmen war wieder so eine Sache. Und das Meer war viel, viel rauer. Also ich hätte mich auch an manchen Stellen auch gar nicht so getraut. Aber ja, es war schon so Südsee-mäßig. Wir waren da auch, also es ist eine ganz kleine Insel, ne? Also wie waren wir, also wie lang war die? 4 Kilometer lang oder so? Ja. Also so breit wie lang irgendwie, weil irgendwie... Aber wir müssen eigentlich von vorne erzählen, weil das Geile war ja eigentlich so unser kleines Hotel-Hostel und unsere Fahrräder, unsere E-Bike-coolen Roller. Ich kann es immer noch nicht definieren. Also es war wahrscheinlich auch das Gefährlichste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, so auf einer Reise zumindest. Aber es war irgendwas, wo man sich permanent drüber... Ja, wo man lachen konnte. Also hatte im Kopf natürlich irgendwie so ein Elektrobike, das auch in Deutschland gibt. So ein normales Fahrrad, das einfach noch eine Batterie hat. Und genau, das haben wir dann abgeholt. Und dann stand vor uns so ein ziemlich tiefes Rad bis zur Hüfte. Ziemlich lang irgendwie. Und nicht wirklich, also die Räder quasi, das Rad war halt total klein. Und dann dieser riesige breite Sitz, also eigentlich wie bei einem Motorrad. Nicht wirklich wie bei einem Fahrrad, sondern richtig breit, sodass man auch nicht wirklich strampeln konnte. Und ich habe schon Michelles Gesicht gesehen, die hat mich schon angeguckt so, soll das jetzt das Elektrobike sein, von dem wir gesprochen haben? Eigentlich ein Klapprad gepaart mit einem Mofa. Ja, quasi. Also man konnte auch quasi einfach Gas geben vorne, indem man einfach ja quasi am Lenker dreht, wie bei einem Roller. Und so konnte man vorankommen und ich glaube, das schnellste war 40 km/h. Aber so viel Power hatte das Ding auch gar nicht, ne? Also, wenn man dann die Berge hochfahren wollte, muss man schon nachstrampeln. Naja, aber gut, wir sind dann mit den Elektrobikes, sind wir auch zu allen möglichen Höhlen gefahren auf Xiaoliuzhou, auf dieser Insel, und haben uns diese Höhlen angeschaut. Wir haben uns einfach alles angeschaut, was man irgendwie anschauen konnte. Ja. Die Insel ist jetzt nicht riesig und man kann es gut schaffen, in, sag mal, schon 2 Tagen alles anzuschauen. Ohne jetzt gehetzt zu sein, auch irgendwie, also gerade wenn man halt dieses Bike hat, ist man halt immer innerhalb von 2 Minuten beim nächsten Punkt, sage ich jetzt mal, weil es ist halt echt nicht weit. Und wenn man jetzt nicht gerade Taucher ist oder ganz viel schnorchelt, dann hat man da, glaube ich, auch gar nicht so viel am Ende anzuschauen. Also diese Höhlen, es ist ein Trail, den man laufen kann, der ausgewiesen ist. Und was ganz cool ist, die Höhlen, du kaufst dir ein Ticket und kannst damit einfach in alle Höhlen auch reingehen. Das hat auch nochmal am nächsten Tag gegolten irgendwie. Man konnte das 2 Tage lang verwenden, was ganz cool war. Und ja, ich würde sagen, die Höhlen sind ganz cool, aber wenn man sie dann gesehen hat, hat man sie halt auch gesehen. Ja. Ich fand es halt ein bisschen schade, weil da wurden halt Wege rein betoniert oder gepflastert, die dann halt die Höhle auch ein bisschen, also die haben halt den Reiz so an diesem Naturspektakel genommen, finde ich. Aber von da hat man auch immer trotzdem noch schöne Ausblicke aufs Meer gehabt und hat halt auch die Gewalt der Wellen sehen können, die da auf diese Felsen braust halt, diese Gischt, die man da gesehen hat und sowas. Also das fand ich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Also die Höhlen sind halt super begehbar für alle gemacht. Also nicht nur für Leute, die irgendwie wandererfahren sind, sondern da kann halt wirklich jeder reinlaufen. So ist das halt gemacht. Einfach mit gerader Fläche an Boden und auch viele Bänke überall. Also man kann überall mal Pause machen. Das ist schon sehr begehbar gemacht. Ach ja, der erste Tag auf Xiaoliuzhou war mein Lieblingstag eigentlich. Denn wir waren abends, waren wir noch an dem Beauty Beach, nennt der sich. Also ja, wir haben uns den Beach, glaube ich, ausgesucht, weil ich den schon mal so einfach so geil fand, so ein Beauty, da muss ja was gehen, wenn er schon Beauty heißt, dann muss er schön sein. Und so war es auch, da waren recht viele Leute,
Und es hat aber auch seinen Grund gehabt, denn wie wir schnell gemerkt haben, gab es da ganz viele Wasserschildkröten. Also du konntest eigentlich schon 2-3 Meter reinlaufen, was jetzt nicht so easy war, weil da waren ziemlich viele Felsen und Korallen oder ehemalige Korallen auch. Und die waren dann aber wirklich direkt so vor dir. Und ich hatte noch von dir gesagt bekommen, ja, man darf die nicht anfassen, ne? Da muss man Strafe zahlen und man darf dir nicht zu nahe kommen. Ja, das ist teilweise gar nicht so einfach, weil wenn du dich so konzentrierst und das halt einfach so anschaust, wie die sich so treiben lassen und halt was fressen unter Wasser. Also man sieht immer so den Rücken rausschauen erstmal. Oder wenn die halt auftauchen, halt den Kopf. Auf jeden Fall guckst du dann halt zu und denkst dir so, okay, gleich taucht sie wieder auf. Gleich taucht sie wieder auf. Und denkst dir so, oh Gott, der Kopf ist draußen. Oh, wie süß. Die holt auf. Ja. Und in dem Moment stehst du da aber und eine andere knallt richtig an deine Beine. Und denkst dir so, verdammt, jetzt hab ich sie berührt. Ja. Aber du kannst einfach gar nichts machen, weil es so viele waren. Ja. Und ich weiß noch, du warst auf jeden Fall in deinem so Schildkröten-Head angekommen. Das war halt wirklich... Also, ich glaube, du hast so viele Fotos gemacht, du warst einfach in so einer anderen Welt, du hast richtig abgeholt und ich war einfach nur noch am Starten auf diese Tiere. Es war ganz dramatisch, weil eigentlich mein Fotospeicher war alle an meinem Handy. Ich habe einfach kein Foto mehr machen können, ich habe nur noch die Situation einfach betrachtet, ich war einfach nur voll in dem Moment drin und habe alles mitgenommen, aufgesaugt. Natürlich hätte ich sie natürlich gerne mal angefasst, aber ist für mich auch vollkommen in Ordnung gewesen, ist einfach anzuschauen, mit anderen Leuten so an diesen Moment zu genießen und, was halt auch geil war, dieser Sonnenuntergang. Genau. Dieser rote Sonnenuntergang, der danach auch da drauf gefallen ist. Also das war schon so bilderbuchmäßig, das hätte sich keine Doku besser aussuchen können, ja, das war perfekt ja. Eigentlich. Es war auch so gut, also wir wussten, da gibt es wahrscheinlich mehrere Schildkröten, aber wir haben halt nicht, auch ich habe nicht erwartet, dass da so viele sind. Und ich weiß, wie da so reingestopft sind, es war halt gerade Flut, das heißt, das Wasser war halt sehr weit drin und man konnte ziemlich weit reinlaufen und trotzdem quasi nur bis zur Kniehöhe. Und irgendwann haben wir auch die Handys weggelegt oder vor allem ich habe das Handy weggelegt und dann sind wir ja richtig schwimmen gegangen, wir sind richtig reingegangen. Und es war so für mich einer der schönsten Momente, weil einfach Sonnenuntergang war, wie Michelle eben schon erzählt hat, so richtig schöner roter Sonnenuntergang, ganz klarer Himmel. Man konnte wirklich diese Sonne so ganz rund am Horizont sehen, wie sie untergeht. Und dann auf diesem Meer, diese Spiegelung von dieser Sonne, also für mich war das richtig magisch. Und ich wusste ja, um uns herum sind überall Meeresschildkröten. Und ja, das Gefühl einfach quasi diesem Meer da zu schwimmen, mit leichten Wellengang, mit diesem Sonnenuntergang und dann zwischen diesen ganzen Schildkröten war wirklich, ich glaube, der schönste Moment des Jahres für mich. Also es war auch der Moment, als du mich überredet hast, am nächsten Tag schnorcheln zu gehen. Ja. Weil ich das ja noch nie gemacht hatte und es war so die Frage, Michelle, schnorcheln oder tauchen? Und ich muss sagen, ich bin totaler Schisser, was das angeht. Also ich bin sehr viel unterwegs, ich traue mir sehr viel zu, aber wenn es dann um Wasser geht und wenn ich irgendwas unter mir nicht sehen kann oder wenn ich es vielleicht sogar sehen kann, ja, oder wenn es tief runtergeht, dann habe ich wirklich Angst. Und dann war die Frage so, okay, gehen wir schnorcheln oder tauchen? Und ich konnte jetzt irgendwie auch nicht Nein sagen, weil jetzt war ich da und Jessica wollte das mit mir zusammen machen. Alleine hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. Und dann habe ich eigentlich bei dem Anblick dieser Schildkröten gedacht, ja, man muss das machen. Ja. Ich habe mir am Tag davor habe ich eine Session gebucht um 9 Uhr morgens, weil ich dachte, das ist bestimmt gut, morgens das zu machen. Und dann wieder hochgebrummt und dann waren die erstmal ein bisschen verwirrt. Also irgendwie ging die ganze Buchung da nicht durch. Es war dann eine kleine Diskussion. Aber am Ende sind wir dann, Michelle und ich und der Tauchlehrer zusammen, alleine zu dritt, ins Wasser gegangen. Genau, und so sind wir dann dahin. Möchtest du von deinem ersten Schnorchelerlebnis erzählen? Ja, mit Schwimmweste war schon ein bisschen special für mich, weil das ist halt so eine Sache, da bist du wie so eine Boje, du schwimmst halt nur oben, ja, kannst gar nicht untergehen. Also was du machen kannst, wirklich deinen Kopf so unter Wasser halten und that's it eigentlich schon. Aber ich war überrascht, dass man halt direkt schon, wie weit waren wir drin? 5 Meter irgendwie. Ja. Also da ging es ja nicht weit runter, aber direkt ganz viele Fische sehen kann. Ich war wirklich wie bei Findet Nemo. Alle Fische habe ich gesehen, die da drin vorkommen, glaube ich. Also wirklich so, guck mal, da ist so ein Nemo-Fisch, da ist so einer und da ist der Fisch. Aber du kannst dich halt auch nicht mitteilen. Das heißt, ich war vollkommen für mich. Der Tauchlehrer oder der Schnorchellehrer hat dann immer gesagt, hello, hello. Und hat aber dich gemeint, damit er dir was sagen kann zu übersetzen. Und du hast mir dann versucht zu übersetzen, was das für ein Fisch ist. Oder generell die beste Information war immer, guck mal, da ist ein Fisch. Und ich denke halt, ja, das sehe ich auch.
das Problem war halt, der Tauchlehrer hat halt, glaube ich, so seine eigene Tour. Also ich glaube, er macht die einfach jeden Tag. Und ich hatte das Gefühl, er macht diese Tour jetzt einfach auch mit uns. Das heißt, an jeder Stelle meinte er so auf Chinesisch zu mir, guck mal, siehst du diesen blauen Fisch? Dieser blaue Fisch heißt so und so auf Chinesisch. Und dann war ich so, okay, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Fisch auf Deutsch und auf Englisch heißt. Also meinte ich zu Michelle, guck mal, da ist ein blauer Fisch. Und habe sie einfach auf diesen Fisch aufmerksam gemacht und meinte, das ist scheinbar ein spezieller Fisch. Aber was man auf jeden Fall gut machen konnte, war Fotos machen. Und da gab es ja auch einen ganz besonderen Moment, als wir die Schildkröte unter Wasser gesehen haben. Und die war halt wirklich am Grund. Und ich weiß nicht, wie tief das war. Also ich würde sagen, es ist zwischen 3 und 4 Meter. Ja. Tiefer wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich kann es schwer einschätzen, weil es ist einfach nochmal eine andere Situation als im Schwimmbad, wo man es vielleicht auch besser einschätzen kann. Aber das war sowas, ich dachte so, boah, da kannst du wirklich Ewigkeiten zuschauen. Und da hat er mich dann auch mal die Weste ausziehen lassen und ich durfte runtertauchen, genauso wie du. Und er hat Fotos davon gemacht. Also wir sind hier ein bisschen näher gekommen, sage ich mal, aber nicht zu nah. Und das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Also gewisse Tiere oder eine gewisse Tierwelt siehst du halt einfach immer nur an bestimmten Stellen. Und das war wirklich für mich auch was ganz Besonderes. Also ich fand es auch, am Ende dachte ich mir so, verdammt, das war viel zu kurz irgendwie. Also wir haben ja auch da umgerechnet, glaube ich, 15 Euro gezahlt ja. oder sowas. Ich meine, es waren 15 wirklich für die ganze Sache einfach nur. Und dachte ich mir, warum haben wir eigentlich nicht den einfach zweimal gebucht? Ja. Das Erlebnis, es hat einfach so viel Spaß gemacht, weil wir hätten uns einfach vorher schon ein paar Masken kaufen sollen, aber gut, man konnte ja auch nicht einschätzen, wie gefährlich das ist oder wo wirklich die Gefahr liegt und das konnte halt nur er. Aber ich würde mich auf jeden Fall immer wieder zurückerinnern daran. Und dann ja, haben wir einen kleinen Ausflug zu Michelles Lieblingsleuchtturm gemacht. Auf der Insel gab es natürlich auch einen Leuchtturm. Also nach dem Schnorcheln ging es dann zum Leuchtturm. Möchtest du erzählen, was für ein Leuchtturm das war? Ja, es war ein weißer Leuchtturm. War vollkommen unspektakulär, lag einfach so, ich sag mal, ganz oben auf der Insel. Es war eigentlich auch schon der Arsch der Welt. Wir sind da Ewigkeiten hingefahren und ich habe mir da irgendwie gedacht, oh ja, vielleicht kann man ein schönes Foto machen. Ich glaube, die Zeiten dieses Leuchtturms sind aber einfach schon lange vorbei. Der war recht eingewachsen ja. und irgendwie so total an so einer verlassenen Stelle. Also wir sind dann einmal drum rumgelaufen und das war es dann auch schon. Dann sind wir weitergefahren. Dann haben wir, glaube ich, aber auch noch den ältesten Baum oder so irgendwas ja. gesehen. Also irgendwie so in die Richtung. Das war auch so, das war vielleicht mal vor 20 Jahren Besuchermagnet. Da waren auch noch so ein paar Stände, die es von denen es, glaube ich, noch einer offen hatte, mit jemand, der irgendwas verkauft hat. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was es war. Aber es war halt wirklich so, als wären wir so fernab von allem plötzlich. Ja, es war wirklich, es war schon so ein bisschen. Es war aber auch schon die Attraktion quasi auf dem auf der Höhe der Insel, also auf dem höchsten Punkt der Insel. Dann haben wir schon alles gesehen gehabt. Ja. Und das hatten wir innerhalb von 5 Minuten abgehakt, glaube ich. Das war ein bisschen enttäuschend. War so ein bisschen, wir kamen dann so hin und so, ja, und das war's jetzt, oder? Soll das jetzt sein? Genau, aber genau, gut, da haben wir auch den Leuchtturm abgehakt, den Michelle sehen wollte, denn er war auf allen Postkarten drauf, das war ihr Argument, auf allen Postkarten war dieser Leuchtturm ja. drauf und deswegen sollten wir uns den mal anschauen. Genau, ja, das war dann auch schon der zweite Tag, ne? Also das war auch der Tag, wo wir abgereist sind. Ja, wir haben auch auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob es am ersten oder zweiten Tag war, ist eigentlich auch egal. Wir haben was Wunderbares noch gegessen. Also wir haben uns dann, also wir waren in dem Lokal wohl, was da wirklich, wirklich bekannt ist, weil sitzen konnten wir da nicht mehr. Also ich glaube, wir hätten wahrscheinlich reservieren müssen oder sowas dafür. Aber wir haben immerhin Takeaway bekommen. So, ich glaube, sie hatten so Mitleid mit uns, weil wir 2 oder 3 Mal da waren und gefragt haben, ob wir doch was essen können. Und da hatten wir cooles Takeaway in unserem kleinen Hotel, das übrigens total süß war, weil es so voll mit Pflanzen und Palmen war, dass es irgendwie so einen ganz geilen Vibe hatte. Und dazu gab es noch so 2 flauschige kleine Kätzchen, die halt die ganze Zeit so um unsere Füße rumgelaufen sind und gespielt haben. Und es war einfach ein wunderschöner Abend. Ja. Also selten hatte ich, glaube ich, so schöne Abende in Hotels. Genau, wir haben nur einen Abend letztendlich auf Xiaolongshou verbracht. Dann die letzten Momente auf Xiaolongshou dann am Strand verbracht, wo Michelle einfach wie hypnotisiert am Strand saß, halb im Wasser saß und sich da einfach nur von den Wellen hat treiben lassen. Ich habe währenddessen ein kleines Steintürmchen oder ein Korallentürmchen gebaut und auch einfach nur gesessen und geguckt, weil man konnte da nicht reingehen ins Wasser. Das war der Venice Beach, hieß der.
auf Seolleocho, da konnte man nicht schwimmen gehen. Es war auch ein relativ großer Wellengang. Es war auch so kurz davor, dass es gleich stürmt. Also geregnet hat es auch schon so ein bisschen. Und das waren dann unsere letzten Momente auf Seolleocho, bevor wir dann zurück auf die Fähre und dann Richtung Kaohsiung gefahren sind. Und dann war unsere Reise eigentlich auch schon vorbei, ne? Da sind wir schon zurück nach Taipei gedüst. Also da sieht man halt auch wieder, wir haben jetzt in einer Woche eigentlich nur den Süden, diesen Zipfel gemacht und die Insel. Also es gibt wirklich viel zu entdecken. Ich denke mal, es war auch nicht mein letzter Aufenthalt. Also ich habe irgendwie noch so kleine Teile, die ich irgendwie noch angucken möchte. Und natürlich, ich möchte noch ein bisschen mehr wandern gehen. Es gibt einfach wirklich noch viel zu machen. Und selbst jetzt, ich bin letztes Jahr als letztes da gewesen, dieses Jahr hat sich schon wieder total viel verändert. Man kann wieder ganz andere Sachen machen. Man kann, glaube ich, auf dem Sun Moon Lake mittlerweile Stand-Up-Paddling machen. Das kannte man vorher eher weniger. Jetzt ist das anscheinend total so im Kommen. Und ja, das heißt eigentlich, ich muss da nochmal hin. Ja, naja, auf jeden Fall war sehr schön, dass du zum einen bei mir in Taiwan warst, mich besucht hast, mit mir rumgereist bist. Und zum anderen auch vielen Dank für deinen Besuch heute bei Reise durch Taiwan. War schön, mit dir nochmal darüber zu sprechen und zu reflektieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.